willkommen zu unserem zweiten Theater-Mini-Workshop. Heute sind für euch da Sue und Bettina. Wir begrüßen euch heute hier in unserem Proberaum, wo normalerweise die Kids-Clubs oder auch die Jugendclubs proben. Die Kids-Club-Kinder unter euch und Jugendclubberer kennen den Raum ja schon. Und ja, Sue. Fangen wir an. Jetzt geht's los. So, der erste Spiel oder Übung ist ein Konzentrationsspiel. Und normalerweise, das geht so. Man macht die Hände zusammen. Du machst es auch. Wir stehen uns ganz nah dran. Unsere Finger, Spitze, fassen einander an. Und dann, ich würde dann versuchen, deine Hand zu schlagen. Und du darfst ausweichen, oben oder unten. Das ist so normalerweise das Spiel. Aber, weil wir müssen uns natürlich Abstand halten, haben ich und Bettina gedacht, man kann das auch anders machen zu Hause. Man nimmt einen Stock, man nimmt einen Handschuh und natürlich man braucht was, diese Handschuhe auszustopfen. Ne? Zeitung ist sehr gut zum Beispiel oder ein Schal, wie auch immer. Und dann, man macht es dran, auf deinen Stock mit Klebeband festgemacht. Und dann könnt ihr eigentlich anfangen. Das heißt, A fängt an, das bin ich. Und ich würde dann versuchen, dreimal Bettines Hand zu schlagen. Sie darf dann ausweichen, oben oder unten. Und wenn ich habe sie getroffen, dann ich habe natürlich einen Punkt. Augenkontakt ist sehr wichtig und es macht echt riesig Spaß. Bist du bereit, Bettina? Ja. Okay. So, ich bin A, ich bin dran. Konzentration. Oh, sie ist schnell. Oh, sie ist schnell. Hä? Oh. Und jetzt ist Bettina dran. Achtung. Du bist 0-0, aber warte mal ab. Genau dasselbe nach, was ich dir jetzt zeige. Okay. Du kannst auch mitmachen. Also, der Mond ist rund. Der Mond ist rund. Hat Augen, Nase, Mund. Okay. Der Mond ist rund. Der Mond ist rund. Hat Augen, Nase, Mund. Nicht schlecht, aber leider falsch. Was? Ich zeig's nochmal. Pass genau auf. Also. Der Mond ist rund, der Mond ist rund, hat Augen, Nase, Mund. Okay. Der Mond ist rund, der Mond ist rund, hat Augen, Nase, Mund. Tut mir leid, war leider auch falsch. Ich zeig's noch einmal. Hast du es schon rausgefunden? Also, der Mond ist rund, der Mond ist rund, hat Augen, Nase, Mund. Ich habe es doch gemacht, Bettina. Dann zeig's nochmal. Der Mund ist rund. Der Mund ist rund. Hat Augen, Nase, Mund. Es tut mir leid, es war wieder falsch. Hast du es schon rausgefunden? Hm? Auflösung gibt's am Ende des Workshops. So, wir haben gedacht, weil ihr habt so viel zu Hause zu jonglieren, ne? Ihr müsst zum Beispiel Hausaufgaben machen, Mama und Papa helfen oder kochen oder backen und so weiter und so weiter. Wir haben uns gedacht, vielleicht ihr habt Bock, es zu lernen, zu jonglieren. So, zuerst, was braucht man? Bälle, ist schön klar. Aber nicht jeder hat das zu Hause. Man kann natürlich eine Tennisball nehmen, ja? Oder man kann eine Basketball. Das macht riesig Spaß. Man nimmt einen
alte stinke Socke. Und es stinkt. Und man braucht Reis. Ganz einfach. Man füllt das Reis rein in deine Socke. Das passt gut zu deiner Hand. Ja, das passt gut für dich. Genau, Bettina. Und wenn ihr habt das gemacht, ihr näht es dann zusammen. Und dann, wenn ihr habt so viel Mühe gegeben wie Bettina, es wird so ungefähr so ausschauen. Das bin ich. Das bin eine Zitrone. Und das ist eine Katze. So, jetzt fangen wir an. Und es geht so, man nimmt einen Ball. Wo sind deine Bälle? Bestimmt, ne? Hau schnell deine Bälle. So, ich fange an ohne Bettina. Man nimmt eine Ball in der Hand und man macht eine schöne Curve. Zack. Genau. Es ist gut, wenn ihr könnt so einen Punkt an der Wand aussuchen und schön von Hand zu Hand. Sehr gut. Dann, wenn ihr habt das gemacht, ihr nehmt die zweite Ball dazu und ihr macht genau die gleiche, aber ihr macht es zuerst in Zeitlupe. Es geht so. Eine geht los und wenn es hier hoch, geht der andere los. Zack. Spiel es vor. Zack, zack, zack. So sieht es aus. Zack, zack, zack. Genau. Da haben wir das. Zack, zack, zack. Man kann es mit einer Wand machen, ne? Dass man steht vor der Wand und wenn die Bars gehen überall hin, die fallen nur dann runter, ne? Dann man nimmt die dritte und das ist genau die gleiche Prinzipiell. Geht langsam, die erste geht los, dann das zweite und dann kommt der dritte dazu. Ich probiere es mal, das langsam zu machen. Eins, zwei, drei. Zack. Ne? Eins, zwei, drei. Zack. Oh, die fallen manchmal runter. Hebt die wieder hoch und probier es mal nochmal, weil wir haben viel Zeit. Eins, zwei, drei. Zack. Jawohl. Eins, zwei. Und irgendwann schaut es genau so aus. Viel Spaß! Unser nächstes Spiel für euch. Es heißt Aufstand. Normalerweise funktioniert es so. Wir beiden, oder du mit deinem Kumpel oder mit der Kumpeline, sitzt Rücken an Rücken. Und dann, wie der Name schon sagt, geht es darum, gemeinsam mit Hilfe des anderen, der anderen, aufzustehen. Ohne, dass ihr euch mit den Händen abstützt. Jetzt, 2 Meter Abstand sind geboten. Wir versuchen es trotzdem und laden euch ein, die Herausforderung anzunehmen. Wird es uns gelingen, bei 2 Meter Abstand, alleine ohne die Hilfe der anderen, aufzustehen? Also, so, nimmst du die Herausforderung an? Ja. Ich auch. Okay, lasst uns beginnen. Setzt euch hin. Legt die Hände ganz locker auf die Oberschenkel. Und ganz hilfreich ist es, den Rücken gerade zu halten. Konzentriert euch. Bereit zu? Ja. Okay. 3, 2, 1, los. Tada! Hab's geschafft. Oh. Okay. Wie hast du das gemacht? Ich kann das einfach schwierig. Was ist das für ein Seil? Was? Was hast du da für ein Seil? Kein Seil. Na klar, du hast doch ein Seil. Ey, Abstand, Bettina, Abstand. Okay. Das nächste Spiel heißt Hai, Hase, Vogel. Es geht dabei darum, dass wir beide oder ihr die gleiche Geste zugleich macht, ohne sich vorher abzusprechen. Ich zeige mal, worum es geht. Macht alle mit. Die Gesten sehen so aus. Hai. Hai. Hase. Hase. Vogel. Vogel. Gleich nochmal. Hai. Hai. Hase. Hase. Vogel. Und nochmal. Hai. Hase. Vogel. Super. So, und jetzt passiert Folgendes. Wir drehen uns gleich um, machen zweimal, wiederholen zweimal die Geste. Dann drehen wir uns nochmal um.
Und nach dem dritten Mal zeigen wir uns unabgesprochen eine der drei. Mal schauen, ob es dieselbe ist. Mach mit! Hi, Hase, Vogel. Hi, Hase, Vogel. Hi, Hase, Vogel. Nochmal. Okay. Hi, Hase, Vogel. Hi, Hase, Vogel. Hi, Hase, Vogel. Hey! Geschafft. Und? Habt ihr es auch schon geschafft? Viel Spaß, probiert's aus. Jetzt kommt die Auflösung. Ihr erinnert euch. Sue? Ja. Schau nochmal. Okay. Also, der Mond ist rund. Der Mond ist rund. Hat Augen, Nase, Mund. Jetzt? Jetzt. Also. Der Mund ist rund, der Mund ist rund, hat Augen, Nase, Mund. Jawohl! Yeah. Ihr habt es vielleicht schon längst rausgefunden, oder? Wenn nicht, dann wisst ihr es. Und das war auch jetzt unser letztes Spiel für heute. Ja, schön, dass ihr mitmacht oder mitgemacht habt und noch mitmacht. Wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen Tschüss! Tschüss!